Guten Tag, Freunde der Vlogs. Ich habe mich schon wieder lange nicht mehr gemeldet und dachte mir jetzt, wo es hier wieder aussieht wie auf einer Baustelle, melde ich mich mal wieder zu Wort. Ich bin gerade von Arbeit rein. Heute früh, als ich auf den Weg bin zur Arbeit, haben sie hier meinen Boden rausgerissen, die Kehrleisten abgemacht und diese Dinge aufgestellt. Das sind Luftentfeuchter, so ein wie ich ja schon selber mir zugelegt habe, nur halt ein bisschen stärker, nehme ich mal an. Hier hinten ist ein Loch im Boden. Und, ach ja, dann habe ich noch einen Anruf bekommen. Ja, wir müssen morgen früh nochmal kommen, weil wir müssen noch einen anderen Luftentfeuchter bei Ihnen reinstellen. Und ich so, okay, kommen Sie eben morgen früh nochmal. Ja, geht wieder so gegen um 8. Ich so, nee, morgen kommt er bitte frühestens um 9, weil ich will dann auch mal ausschlafen. Ich bin am Dienstag schon wegen diesen Heinis her aufgestanden und die Dinger sind so laut. Ich weiß nicht, wie sehr man es auf dem Handy hört, aber man hört sie auf jeden Fall auf dem Nachbarraum, in dem ich ja schlafen muss, weil hier ist ja mein Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer nehme ich ja auch auf. Ich werde also, wenn ich am Wochenende wieder Zeit habe und ich wollte am Wochenende eigentlich den neuen Synchro-Teil fertigstellen, testen, ob man das hört oder wie stark man das hört auf den Aufnahmen. Ich hoffe, man hört es nicht. Wenn doch, dann haben wir ein echtes Problem, denn dann könnte ich jetzt die nächsten 4 Wochen nicht aufnehmen. Es sei denn, das dauert keine 4 Wochen. Ich weiß nicht, wie feucht es wirklich ist. Aber ja, in dem Fall werde ich aber auf jeden Fall auch der Vermietung nochmal Bescheid sagen und sagen, ja, das geht nicht, ich muss zu Hause arbeiten, auch wenn es halt keine Arbeit ist, weil ich damit kein Geld verdiene. Das muss ich dir ja nicht auf die Nase binden. Wenn es tatsächlich so wäre und ich mit YouTube Geld verdienen würde, dann wäre es ja mein Job. Und dann können sie auch nicht einfach sagen, ja, nö, können sie jetzt 4 Wochen ihren Job nicht nachkommen. Deswegen, ja, das muss ich testen. Vor allem, wenn hier morgen noch einer oder ein anderer drin ist, werde ich mir das nochmal anhören. Und dann bin ich sehr gespannt. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Außer, dass ich wegen dem ganzen Scheiß schon wieder mega genervt bin und ja, in diesem Sinne, lasst gerade ein Pfannchen, bis zum nächsten Mal, euer Apfelbeer.